Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann und habe jeden Mittag zwischen 12 und 1 das Vergnügen, hier einen anderen Gast zu empfangen. Heute ist das der Arturo Rinaldi. Grüße dich. Hallo Marcel, grüße dich. Schön, dass du da bist. Mensch, mit dem Namen müsstest du eigentlich Künstler werden, oder? Arturo Rinaldi. Ja, oder römischer Gladiator oder sowas. Gibt's das noch? Gab's mal, ja, ja, lange her. Auch so eine Art Künstler, ne? Aber du bist kein Künstler, du bist geschäftsführender Gesellschafter vom Autohaus Leis hier in Rödelheim, ne? Ja, genau. Neben Nidda und dem Brentano-Park. Genau, perfekt, du kennst dich aus. Ich habe mich bisher vorinformiert. Skoda und Volkswagen habt ihr bei euch in der Palette, ne? Genau, wir sind Service-Vertragspartner für beide Marken, VW und Skoda, richtig? Da wollen wir natürlich viel mehr drüber erfahren und vor allem, wie immer in dieser Stunde, über die Menschen, die hinter dem Unternehmen und hinter der Firma stecken, und zwar über dich. Du hast ganz tolle Hobbys, eine tolle Vorgeschichte und über all das sprechen wir diese Stunde. Chef on Air bei Radio Frankfurt, heute am Donnerstag mit Arturo Rinaldi. Sag ich das richtig, den Namen? Das hast du so betont ausgedrückt, Marcel. Besser geht's nicht. Man müsste ja vermuten, dass du italienischen Ursprungs bist, ne? In der Tat, ja. Das aber du bist zu 101%, hast du gesagt, Frankfurter. Das ist auch richtig. Wo bist du denn her gewesen? Ja, ich bin höchst geboren in Frankfurt am Main, ja, und habe hier gelebt. Hier stand meine Wiege. Mhm. Hier sind meine Identitäten entstanden, ja, die ich bis heute noch tief in meinem Herzen trage. Und deswegen sehe ich mich auch als echter Frankfurter, ja. Du bist hier, weil du Chef bist oder geschäftsführender Gesellschafter vom Autohaus Leis Frankfurt GmbH in Rödelheim. Ja. Wie lange bist du schon dort? 4 Jahre. Ich habe das Unternehmen vor 4 Jahren sozusagen gekauft. Ja. Gekauft? Ja. Zack. Also man muss mal gucken, was noch in der Portokasse übrig war, dachtest du mal. Gerade mal so nebenbei, hat mir ein Schnäppchen gemacht. Nee, Spaß beiseite, aber es gab eine Veränderung in der professionellen Laufbahn und diese Gelegenheit ist auf mich zugekommen. Mhm. Und das habe ich dann letztendlich auch bewertet und abgewogen. Und nach einem 8-monatigen Businessplan, was man dann immer so tut, um das Ganze auch gut zu kalkulieren und gut strategisch auszurichten, habe ich dann die Entscheidung getroffen, das zu machen und bin dann sozusagen als leitender Angestellter, was ich vorher war, dann letztendlich geschäftsführender Gesellschafter geworden und habe dann das Unternehmen gekauft, was ich bis heute jetzt im 4. Jahr führe. Ja. Und wie läuft's? Bist du zufrieden? Also Hast du die Entscheidung bereut oder findest du es geil? Nein, die Entscheidung habe ich keineswegs bereut. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Man muss auf viel mehr und an ganz andere Dinge achten und ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung, muss ich wirklich sagen. Es ist natürlich eine spannende Zeit, weil jetzt momentan sich vieles auch verändert. Aber nicht nur wegen Corona, sondern die ganze Automobilbranche ist ja kolossal im Umbruch, ne? Muss man dazu sagen. Auch die Mobilität, Marcel. Ja, 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 das, definitiv. Genau, ja. Was bedeutet Mobilität? Was wird die Mobilität in Zukunft darstellen? Das sind ganz wichtige Fragen, die auch in das Soziale reinreichen, das weißt du. Aber wir sind dabei, wir freuen uns auf die Challenge und alles, was die Innovation bringt, dafür begeistern wir uns, mein ganzes Team, mein ganzes Unternehmen und wir alle. Und deswegen sind wir da ganz vorne dabei, denke ich mal. Und die Begeisterung trägt auf Früchte. Ihr seid ausgezeichnet worden, ne? Laut Autobild. Ja, und das war ganz überraschend, Marcel. Du bist du ausgezeichnet? Erzähl es mal darüber. Ja, und zwar werden 1000 Werkstätten und Servicezentren in Deutschland getestet, bundesweit. Ja, von Kiel bis zum Bodensee, von Rehe bis nach Berlin, kann man so sagen. Ja. Und wir wurden als Zweitbeste in Frankfurt in dieser 39. Ausgabe als Top-Werkstatt, sozusagen Super-Werkstatt, die Besten Deutschlands getestet. Da haben wir eine Urkunde bekommen und das hat uns auch überrascht, weil wir... Das ist halt euer Job, ne? Der macht ja gut und was? Wir werden aber ausgezeichnet. Genau, ja, cool. Und das ist auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Top-Leistung von meinem Team. Ich habe ein junges, neues Team und die sind so fit, die sind wirklich so gut bei der Sache und das spiegelt letztendlich die Kunden wieder, ja. Und das sieht man dann in solchen Dingen unter anderem auch und da freuen wir uns, ne? Das ist ja unsere Identität. Ja, herzlichen Glückwunsch, na klar. Danke, danke. Unsere Identität ist halt, Kunden zu betreuen, ja. Ja. Hören die gerade zu, deine Mitarbeiter? Ich denke mal, ja. Hast du gesagt, wo du hingehst, ja? Die wissen das alle. Ich habe keine Geheimnisse. 20 Mitarbeiter hast du, ne? Genau. Inklusive Azubis oder kommen die noch oben drauf? Die sind, das ist alles wohl. Alles zusammen. Also 6 Azubis, die gehören zu diesem 20-köpfigen Team. 6 Azubis, aber eine ordentliche Leistung. Genau, weil das Unternehmen ja, wie gesagt, so ein bisschen für die Zukunft ausgerichtet werden muss. Und ich bin persönlich höchst überzeugt über eine gute, zeitgerechte und schöne Ausbildung. Und das machen wir. Mhm. Da investieren wir auch. Und das ganze Team trägt das. Und da freue ich mich drauf.
Arturo Rinaldi, Geschäftsführer in der Gesellschafter vom Autohaus Lais in Frankfurt bzw. in Rödelheim zu finden. In der Straße Alt-Rödelheim heißt sie, gell? Alt-Rödelheim 2-4, genau, an der Nidda sozusagen. Ganz genau, neben dem Brentano-Park. Und du hast eben schon über die Musik, die du dir gewünscht hast, für heute Pink Floyd erzählt. Und mit voller Leidenschaft, dass du sogar Bücher über die Band hast und hättest das so gerne mal live gesehen. Bist du auch so ein richtiger Musikenthusiast? Absolut, absolut. Und ich bin absolut die Musik als ein ganz wichtig prägender Baustein meiner Entwicklung. Mhm. Ohne Musik kann ich mir die Welt gar nicht vorstellen. Pink Floyd mal live gesehen? Leider nicht, Marcel. Leider nicht. Ich habe viele Bands gesehen, aber Pink Floyd, das fehlt mir. Aber die Band, die ist von ihrer Historie, von ihrer Identität, von dieser. Man kann ja Pink Floyd nicht imitieren, ja. Es gibt eine sehr gute Band, Echoes heißt die, glaube ich. Die kommt nämlich aus Aschaffenburg, also gar nicht weit von hier. Und die machen das sehr, sehr gut. Ach toll, dann muss ich mir das gleich mal einverleiben. So, wieder was gelernt hier. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Arturo Rinaldi, sage ich gern den Namen. Ehrlich? Schöner Name, Arturo Rinaldi. Hört sich so musikalisch an, meinst ja, du, Marcel? Ja, ich würde sagen, Künstlername. Ja. Musikaffin okay. Bist du ja, haben wir eben schon drüber gesprochen. Du bist Geschäftsführer in der Gesellschaft, also der Boss vom Autohaus Leis hier in Frankfurt, beziehungsweise in Rödelheim neben der Nidda. Was habt ihr denn für Autos in der Produktpalette? Für Marken? Also wir haben VW und Skoda, ne? Das sind die Marken, die wir vertreten. Und wir sind, wie gesagt, ein Service-Center, ein Kompetenz-Center. Ja. Ja. Und wir haben auch einen Verkauf, den ich dann persönlich mache. Bei mir kann der Kunde persönlich sein VW oder sein Skoda kaufen, spezialisiert in Jungwagen, in Tageszulassung. Das ist unser Geschäft. Du hast gesagt, vor 4 Jahren hast du das Autohaus übernommen. Was hast du vorher gemacht? Vorher war ich Prokurist für 3 Gesellschaften und war leitender Angestellter auch in einer anderen Autohausgruppe, kann man sagen. Ja. Aber Prokurist auch in der Automobilbranche? Oder? Ja. Man hat dann Prokura, das ist dann eine leitende Angestelltenfunktion, ist kurz unter dem Geschäftsführer. Ja, ja, das ist also schon eine Person mit einer gewissen Funktion. Mhm. Die hatte ich inne für 3 Gesellschaften und habe dann dort also insgesamt 110 Mitarbeiter führen dürften. Mhm. Wie alt bist du? Ich bin 54. 54? Wie hat es für dich angefangen? Wie war deine Laufbahn von der Schule direkt zum Automobil, zum Automobilbranche? Oder? Also ist dann so. Geboren in Höchst bist du ja geboren genau. Und aufgewachsen, gell? Ja, ja, genau. Ganz übrigens, ganz wichtig, war ein prägender Stadtteil für mich. Ja, meine Freunde, die jetzt auch alle mithören werden, die haben mit dazu zu meiner Persönlichkeitsentwicklung ganz entscheidend beigetragen. Das ist ja immer und das so. Das waren anscheinend gute Freunde, weil du bist ja ein knorke Kerl geworden. Ne? Man, Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Ja, klickert. Genau. Genau. Ja, also man ist hier in dieser wunderschönen Stadt geboren und dann hat man ja logischerweise nach der Schule hat man dann eine Lehre begonnen. Das war damals eigentlich immer üblich. Und die Automobilbranche so Anfang der 80er Jahre, das war natürlich spannend für uns Jungs. Ne? Und ich hatte immer eine Begeisterung für Technik und bin dann daraufhin dann als Kraftfahrzeugmechaniker so in die Ausbildung gegangen. Oh, du kannst du noch was machen an den neuartigen Autos da? Bist du noch fit? Ja, also ganz ohne Mechanik geht es nicht. Ja, ja gerade jetzt so noch. Ja, später kann das anders sein. Obwohl, man hat immer Reifen, man hat immer irgendwelche Reparaturarbeiten zu tun, aber in der Ausweitung, wie das heute ist, wird es in Zukunft nicht mehr sein. Mhm. Ja, das ist klar. Heute leben wir in der digitalen Welt, in der Elektronik, in der vernetzten Welt. Das ist ja das, worum es geht. Ja. Also Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Warst du auch mal im Ausland? Wo sind denn deine Wurzeln? Sind doch italienisch, würde ich sagen, oder? Ganz genau. Also meine Eltern, die kommen, kann man sagen, aus Benevent. Das ist in Kampanien, das ist eine Region, ein Bundesland. Das sind so 80 Kilometer, 90 Kilometer im Landesinneren von Neapel. Jetzt kann ich mich ungefähr orientieren. Okay, das und vorher so, kann ich nicht. Genau, und 100 Kilometer südlich von Rom, kann man sagen. Das ist so, da kommen meine Eltern her. Ja. Und ganz ursprünglich ist unsere Rinaldi-Familie halt eben aus der Toskana halt. Ne? Schön. Ja. Fährst du ab und zu mal hin, oder? Jetzt nicht, jetzt wegen Corona bin ich ja, da jetzt nicht mehr, nicht, aber. Aber geregelt bin ich eigentlich immer auf dieser wunderschönen Halbinsel. Das und du warst auch mal beruflich im Ausland, ne, eine Zeit lang. Genau, also wie gesagt, ich bin dann mit knapp 26 Jahren nach Rom in die Zentrale von Mercedes-Benz gerufen worden. Ich habe dann super Jobangebot gehabt, Marcel. Aha. Und das war dann so, dass ich auch das Land bereisen durfte, ja, über meinen Beruf im Außendienst. Ja, das und ist ja das, hervorragend, und, oder? Genau, und da habe ich halt eben dieses Land auch kennenlernen dürfen, mit natürlich meinem Job, meinem Beruf. Mhm. Und das war eine prägende Zeit, weil man hat dann dadurch andere Dinge gelernt, erfahren dürfen und sagen wir mal, seine Persönlichkeit auch entwickeln dürfen. Ja. Wie lange warst du dort? 19,5 Jahre. Oh, was? Fast 20 Jahre? Ja, ja. Das heißt, du sprichst selbstverständlich auch fließend Italienisch, nehme ich mal an. Ich habe es in Italien gelernt. Also hast du dort gelernt? Ja. Ach komm, heißt Arturo Rinaldi und babbelt hessisch. Guck mal da. So sieht's aus, mein Lieber.
Herrlich. Und dann kamst du hier wieder zurück. Also war das dann kurz bevor du das Auto aus hier übernommen hast, oder? Nein, ich bin zurück, sagen wir mal 2010. Mhm. Ja, und habe dann erstmal keinen Job gehabt. Erstmal gesagt, jetzt habe ich schon nach eine Lebensveränderung hatte ich und habe eine Auszeit mir genommen und wollte eigentlich so mein Jahr mich orientieren. Was heißt das, Lebensveränderung und Auszeit genommen, wenn ich frage? Ja, ich habe dort eine Lebensveränderung private halt. Ne? Mhm. Habe dann gesagt, ich entscheide jetzt. Ich habe mir hier ein kleines Häuschen gekauft in der Höchst der Altstadt und habe dann gesagt, du, ich gehe wieder zurück nach Frankfurt. Das ist jetzt eine Zeit. Für mich ist die Zeit da. Das wurde auch über einige Jahre habe ich schon mit diesem Gedanken gespielt. Und der wurde dann 2010 konkret für mich. Ja. Ich habe auch wirklich Sehnsucht gehabt, wieder hierher zu kommen. Mhm. Und ja, und dann habe ich gesagt, nehme ich erstmal eine Auszeit und werde mich orientieren. Aber dann ging es nur 2 Monate lang. Da hatte ich schon die ersten Jobangebote und muss dann wieder ran an die Buletten sozusagen einsteigen. Und habe dann hier sozusagen dann auch eine Gesamtserviceleitung für Rhein-Main übernommen im Automobilbereich. Und daraus hat sich dann der nächste Schritt dann entwickelt, danach zum Prokuristen für 3 Gesellschaften, bis es dann wieder eine Entwicklung, eine Veränderung gab zu meinem Unternehmen, was ich heute habe. Und heute bist du hier bei Radio Frankfurt bei Chef on Air. Denn bei du bist dir. Geschäftsführer einer Gesellschafter vom Autohaus Leis Frankfurt GmbH in Rödelheim. Arturo Rinaldi ist mein Gast. Schön, dass du hier bist. Danke. Wir hören weiter tolle Musik, die du dir gewünscht hast für heute. Wir hören jetzt hier Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert ihre Mittagspause. Arturo Rinaldi ist mein Gast. Grüß dich, Arturo. Hallo, Marcel. Fühlst du dich noch wohl hier bei uns? Ja, das kannst du singen. Fühlst du dich wohl bei uns? Jo. Du bist geschäftsführender Gesellschafter vom Autohaus Leis in Rödelheim. Ihr habt Volkswagen, ihr habt Skoda und eine super Service-Abteilung auf jeden Fall. Die Werkstatt wurde ja ausgezeichnet von der Autobild. Ja. Kann man bei euch nur mit Volkswagen und Skoda kommen oder auch mit anderen? Mit allen Fahrzeugen. Also wir sind spezialisiert und offiziell, aber wir machen alle Fahrzeuge und sind allround aufgestellt. Das ist vollkommen super. Wir sprechen gleich über deinen Betrieb und über dich persönlich noch weiter, über die tollen Hobbys, die du mir hier auch mitgebracht hast. Und wir spielen zwischendurch immer wieder auch klasse Musik, die du dir wünschst. Genesis, Follow You, Follow Me, hören wir jetzt. Chef on Air, heute mit Arturo Rinaldi vom Autohaus Leis hier in Rödelheim. Ist das so deine Musik? Ja, super. Hörst du das auch? Ja. Pink Floyd hast du knapp verpasst, hast du gesagt, ne? Wo war das? Venedig? In Venedig, genau. Wärst du fast hingekommen? Ja, wäre ich fast hingekommen. Ja. Aber das war ja ein legendäres Konzert, ne? Auf dieser Lagune, open, am Meer, bei Sonnenuntergang, Pink Floyd zu sehen. Aber du hast wahrscheinlich auch Video gesehen dann, ne? Ja, klar. Als alter Pink Floyd-Fan, der du bist. Und Metallica hast du live gesehen. Genau. Aber hast du dein Haupthaar nicht schütteln können? Hast ja nicht mehr viel davon. Nee. Ne? Headbanging. Headbanging. Ich muss da eine Perücke aufsetzen. Ja. Du warst 20 Jahre in Rom oder bei Rom, ne? Naja, ich habe für die Zentrale in Rom gearbeitet, Mercedes-Benz. Ja. War aber innerhalb dieser 20 Jahre in 5 verschiedenen anderen Städten. Ach so, okay. Hast du was da mitnehmen können aus dieser Auslandserfahrung für dein jetziges Business? Also Business ja selber, aber für deinen jetzigen Job hier in Frankfurt? Absolut, absolut. Das ist die Lebenserfahrung, das ist mit Menschen, wie man umgeht, andere Erfahrungen kennenlernen, sich mit anderen Themen konfrontiert, eine andere Mentalität kennenlernen, eine andere Sichtweise. Also es ist immer wieder bereichernd und bringt einen auch definitiv weiter, wenn man eine Auslandserfahrung macht. 101% Frankfurter bist du, gell? Jo. In Höchst aufgewachsen mit den Kumpels, immer ins Omen und so weiter? Oder? Ja, es ist ja früher Vogue, ne? Das darf man nicht vergessen. Es wurde ja dann später das Omen, was dann... Man merkt gerade, du bist ein paar wenige Jährchen älter als ich. Vogue sagt mir gar nichts. Genau, das war ja das war das Ursprüngliche, das war die ursprüngliche Disco, das war einer der Top-Discos, ne? Mit dem Dorian Gray zusammen, zur gleichen Zeit etwa eröffnet. In Frankfurt die Zeit der Discos, Anfang der 80er oder Ende der 70er, kann man sagen. Und dann später wurde das Omen. Und das Sven Feht, ne, der damals das Ohm übernommen hat. Gute mit dem, Laune. Genau, mit dem bin ich damals auch im Vogue gewesen. Der kennt das selbst. Ja. Wie du bist mit dem dort gewesen? War das ja, das war die Generation. Das war damals noch ein Abiturient. Das war ein Schüler, ein Schoolboy, wo wir da waren. Ja. War es ein Kumpel von dir? Ja, ja, also ein Bekannter. Ich kannte den. Ja. War der damals schon so freakig drauf? Ja, ja, kann man sagen. Aber eine schillernde Persönlichkeit, hochinteressant. Ja, ja, klar. Jetzt auf Ibiza ist er, glaube ich, macht immer noch irgendwie 200 Auftritte pro Jahr, hat neulich auch ein Gast hier bei Chef on Air erzählt. Hast du Kinder? Ja, 2 Stück. Oh, wie alt? 2 Söhne. Ein Sohn, der ist 26 und der kleine Luca, der ist 7. 7-Jährige, mein Sohn ist 6. Und du hast mir ein tolles Gastgeschenk mitgebracht. Ganz lieben Dank dafür. Gerne, gerne. Aus seinem Autohaus ID3.
von Volkswagen. Das ist elektrisch wahrscheinlich, ne? Genau, das ist sozusagen der Treiber der Elektromobilität innerhalb des VW-Konzerns. Die, sagen wir mal, der erste Zündfunke, ja. Der erste Zündfunke? Ja, der Zündfunke. Verkauft er sich schon ganz gut? Gibt es den überhaupt schon auf dem Markt? Den gibt es schon. Den gibt es schon. Das ist auch initial. Also das ist sozusagen unser erster, der sozusagen im großen Stil alle Elektromobilität-Ära einläutet. Mhm. Der ID3, jetzt kommt der ID4, dann kommen weitere. Und kann der schon was autonom? Manche können ja schon so selbstständig einparken hier. So. Also wir finden uns immer noch vollkommen in den Anfängen, ne? Obwohl das Thema schon so lange vor sich hingeht. So ganz so viel passiert in Sachen autonomen Fahren ja noch nicht so, oder? So ja. Mein Gefühl. Genau, du hast es gut erfasst. Das autonome Fahren ist ja was anderes als das autonome Einparken. Ja, ja. Oder Assistenzsysteme jetzt ja. In einem Fahrzeug ist ja was anderes wie autonomes Fahren. Mhm, mh. Der Mensch muss ja auch mit dieser Entwicklung mitgehen wollen und können. Das darf man nicht vergessen. Wollen vor allem, ja genau. Ja, ja. Aber das kommt mit der Zeit. Also das lässt sich nicht mehr aufhalten. Ja. Und, das sowieso nicht. Ja. Der Antrieb der Zukunft wird definitiv, davon bin ich überzeugt, der Elektromotor sein. Finde ich auch Marcel. Gut so. Aber wer ihn antreibt, das wissen wir nicht. Das kann entweder eine Lithium-Ionen-Batterie sein oder auch Wasserstoff. Ja. Momentan steht alles auf Lithium-Ionen-Batterie oder neue Batterientechnologie. Aber dieser Elektromotor, der kann oder könnte auch mit Wasserstoff angetrieben werden über eine Brennstoffzelle. Ne. Die Technologie gibt es auch, aber wir sind Vorreiter oder sozusagen identifizieren uns mit dieser Batterietechnologie. Mit ihr meinst du Volkswagen, ne? Genau. Skoda ist ja, besteht viel auch aus Volkswagen-Teilen. Das ist eine ne? Gruppe, genau. Das ist eine Gruppe ja. Und das gehört zur Familie Skoda aha, sozusagen. Aha. Genau. Du hast gerade eben richtig gesagt, der Mensch muss ja damit mitkommen können mit dieser Entwicklung und wollen. Das ist, glaube ich, auch sehr entscheidend, weil es gibt ja so viele, die sagen, ah, dieses scheiß autonome Fahren, ich fahre lieber selber und von welcher Automatik, also... Wie siehst du das? Also gibt es schon einige, die haben überhaupt keinen Bock drauf, ne? Ja, es wird auch einen Generationswechsel geben, Marcel. Ja, es ist klar, so wie wir das mal kannten oder sehen wir in die Zukunft, die werden das nicht mehr tun. Man muss immer offen sein für neue Wege, für neue Horizonte, wie man so schön sagt. Ja. Aber es wird auf jeden Fall hier sozusagen eine Offenheit, eine offene Diskussion geben, denn es sind ja auch Gefahren damit verbunden. Ja, das darf man nicht vergessen. Man ist gerade so an den Anfangsstufen. Ja. Aber längerfristig wird das autonome Fahren kommen. Also das kann ich mir vorstellen. Ja. Was fährst du für ein Auto? Ich persönlich fahre ein EOS. EOS? Ja. Auch elektrisch? Ist der schon elektrisch? Nee, das ist kein elektrisch. Das ich kenne mich da nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Ja, das ist ein Volkswagen, das ist ein Cabrio, das ist schon etwas älteres Fahrzeug, aber demnächst werde ich elektrisch fahren. Was hast du dir ausgedacht oder ausgesucht? Ein E-Up. E-Up? Ja, genau. Muss ja ein bisschen größer sein, ne? Mit Sohnemann und so weiter und Partnerin? Genau, den auch, aber für die Stadt halt, weil unsere Firma ist halt zentral gelegen und da möchte ich nicht so ein großes, sondern fahre dann lieber erstmal ein E-Up, aber dann auf jeden Fall auch eventuell ein ID4. Schauen wir. Wunderbar. Arturo Rinaldi, Geschäftsführer der Gesellschafter vom Autohaus Leis Frankfurt GmbH in Rödelheim. Schön, dass du da warst. Ja, danke Marcel. Es freut mich, hier sein zu dürfen. Herrlich, herrlich. Und ganz lieben Dank für dein Gastgeschenk. Gerne.